Weiter geht es bei Mario Party 10. Wir sind hier im Pilzpark und sind schon bereits auf der Zielgeraden, eine 5. Das ist hoffentlich kein Problem, nee. Bowser hat noch ein Schloss, was ihn daran hindert auszubrechen. Was haben wir? Nee. Wir haben Pech, eine Piranha klaut uns wahrscheinlich ein paar Sternteile, 5 Stück an der Zahl. Das geht ja noch einigermaßen. Damit können wir noch so leben in jedem Fall. So, eine 3 für Donkey Kong. Ein Spezialwürfel für ihn also. Was darf's denn sein? Ein 1-2-3 Würfel. Na. Was ist das? Sieht aus, als wäre hier eine Minispielbox versteckt. Wieder mal ein 4-Spieler-Minispiel. Jeder gegen jeden. Dann schauen wir mal. Es wird Klippenkrise gespielt. Und das muss ja Wario ausgewählt haben, denn Todd sagte ja auch, dass jetzt Wario aussuchen darf, welche Spiele gespielt würden, werden würden, denn er ist letzter. Fall nicht von den Bums, springe mit 2. Ich finde immer noch einfach diese Erklärung so cool immer. Kurz und knapp, also kürzer geht's nicht, aber gut, es reicht ja auch aus, man weiß Bescheid. Alles klar. Dann lassen wir mal die Spiele beginnen. Und vor allen Dingen sollten wir möglichst nicht unten landen. Das wäre sehr toll. So, los geht's. Hua. Countenance. Dürfen wir auch auf ihn draufspringen? Auf Donkey Kong geht auch. So. Wow, nein! Nein! Scheißdreck. Da habe ich einen Augenblick zu spät geschaltet, in jedem Fall. Trotzdem bin ich Erster geworden. Oder sind wir Erster geworden? Wir haben es geschafft irgendwie. Waren zumindest länger oben als die anderen, wenn auch nur ein paar Sekunden. So, jetzt ist Wario am Zug und der wird gleich erstmal 8 Ministerne Abzug bekommen. Und würfelt eine 6. Das heißt sogar, der könnte das Glücksfeld, genau, also wieder 10 oben drauf. 10 minus 8 heißt 2 Ministerne gewinnen. Und jetzt 5 Abzug. Also insgesamt 3 Verlust. Ich weiß, ich bin Mathe-Genie. Ich bin wirklich ein Mathe-Genie. Was haben wir hier? Ein Wechsel. Ein Wechsel der Gesamtreihenfolge, oder wie? Wahrscheinlich ja. Wow, wir wurden ausgewählt. Was ist das denn? Wir sind dran und können, wenn wir höher als 2 würfeln oder höher als 1 würfeln sogar, dann können wir den Bosskampf starten. Eine 6. Sehr cool. Nochmal 10 oben drauf. 10 ganze Ministerne. Und dann also geht es in den Bosskampf. Nun denn, liebe Freunde. Wer wird es sein? Tyrannia Bombardement. Warum nicht Pyrannia? Na egal. Mutant Tyrannia. Kennen wir auch aus Super Mario Galaxy so ungefähr. Greif mit Bomben an. Okay. Aber muss man nicht irgendwie die greifen erstmal oder so? Oder einfach nur ganz fix die Fernbedienung? Keine Ahnung. Egal. Ich würde mal sagen, wir probieren es, oder? Versuch macht klug. Das heißt, auf die Piranha mit Gebrüll. Da kommt sie angeflogen. Die gute. Ich muss aber auch sagen, diese Party ging wirklich sehr fix vorüber, oder? Also die Felder sind im Vergleich zu Mario Party 9, finde ich, noch kürzer geworden. Wie geht's euch? Findet ihr das genauso oder nicht? Würde mich sehr interessieren. Verdammt nochmal. Aua. Abzug. Haben wir jetzt gerade bekommen. Wir müssen aufpassen, wenn das Teil die Bomben einzieht. Und es ist echt knapp, oder? Es ist echt knapp. Noch liegen wir in Führung, aber es kann sich noch einiges tun. Und die Piranha wird wütend. Das heißt, sie wird wohl noch mehr einatmen oder so. Keine Ahnung. Oh ja. Nein. Verdammt. Was? Gleich 2 Abzug? Wie gemein ist das denn?
So, okay, wir führen aber eindeutig. Das heißt, wir müssten das Ganze hier schon gewinnen. Nein! Aua! Aua! Okay, der goldene Treffer gelang Rosalina. 5 Punkte zusätzlich. Doch insgesamt haben wir es eindeutig geschafft. Und sind Sieger. Und müssen insgesamt dann hoffentlich auch gewonnen haben. Mal gucken. Platz Nummer 1. 15 Ministerne und es gibt keinen Spielführerbonus mehr, oder? Nee, anscheinend nicht. So, die Siegerehrung steht an. Wir sind am Ende angekommen. Es wird Zeit, die Bonussterne zu vergeben. Wow. Wir haben 5 zur Auswahl und es wird der Würstestern, der Minispielstern. Und den bekommen wir ganz, ganz kurz und bündig. Der Minispielstar, meistgewonnene Minispiele, geht an Yoshi. Und was ist das? Der Würfelstar. Und das sind Fario und Rosalina. Auch cool, dass die Verlierer ganz, ganz toll applaudieren. Sehr fair. Faire Verlierer, so. Kommen wir nun zu den Endergebnissen. Also nur 2 extra Sterne oder insgesamt 10 extra Ministerne, okay. Wer wird den großen, mächtigen Star bekommen? Wer wird es sein? Fario schon mal nicht. Donkey Kong ebenso wenig und Rosalina auch nicht. Wir haben es geschafft, unsere erste Party in Mario Party 10 haben wir gewonnen. Du bist der Superstar. Kurz und bündig. So, und wir sehen, mit insgesamt über 30 Ministernen Vorsprung haben wir es geschafft. Herausforderung abgeschlossen. Super, Superstar? Was? Wir haben anscheinend ein paar Aufgaben erfüllt oder so. Wir gucken mal. Und sehen hier, ganz klar, wir haben hier die Nase vorn gehabt. Die Kurve, die zeigt stetig nach oben. Sehr gut. Dann mal zurück ins Hauptmenü. Und es ist auf jeden Fall so, dass die Spielzeit nochmal ein bisschen verkürzt wurde. Alles nochmal kurz und knackig. Ich kann mir auch vor allen Dingen vorstellen, dass es zu mehreren Spaß macht. Also noch mehr Spaß macht auf jeden Fall. Wir können jetzt mal zuerst im Todzimmer nachschauen, wie wir hier unsere Charaktere zum Beispiel freischalten. Würde mich mal sehr interessieren. Es würde mich brennend interessieren, wie das so geht. So. Willkommen im Todzimmer. Hier kannst du im Laden mit Mario Party punkten, coole Sachen kaufen und tolle Fotos machen. Wir sehen schon, wir haben 1600 Punkte. Wie wir die bekommen haben, weiß ich gar nicht genau. So, ab in den Laden. Ach was. Hier kannst du mit deinen gesammelten Mario Party Punkten neue Dinge kaufen. Also wir... Manometer, wir können uns hier alles schon leisten, oder was? Also zumindest hier schon mal die Spiel-Items. Charakter Nummer 1. Wir kaufen. Und sehen... Toadette Model. Im Laden sind neue Dinge erhältlich. Und wer ist das? Wir kaufen und sehen. Spike Model. Toll. Oder Modell besser gesagt. Model ist ja ein bisschen unpassend auf jeden Fall. Und wir haben nochmal 400 Punkte. Schwierigkeit meisterlich. Okay, kaufen wir auch schon mal. Mensch. Mit einer Partie konnten wir bereits die beiden Charaktere und den Schwierigkeitsgrad meisterlich kaufen. Vehikel haben wir hier noch ein paar Loks und ein paar andere Fahrzeuge. Musik können wir noch freischalten. Und Fotos. Na. Das ist ja mal cool. Was haben wir hier noch? Musik anhören. Die Musik aus deiner Sammlung anhören. Können wir hier... Können wir das hier irgendwie anwählen oder so? Na egal. Gut. So viel dann erstmal vom Laden. Also wir konnten tatsächlich mit einer Partie schon, wie es ausschaut, die beiden extra Charaktere freischalten. Na, finde ich ja mal cool.
Ich will mal gucken. Tatsächlich, wir haben schon beide Charaktere hier frei. Ich würde auch mal sagen, dass wir uns noch gemeinsam ein weiteres Spielfeld genauer angucken. Ich werde im nächsten Part mal die übrigen vier Spielfelder mal genauer vorstellen. Dann habt ihr die Wahl, ein Spielfeld zu entscheiden, welches wir spielen. Ich würde mal sagen, so machen wir es auf jeden Fall. Und dann können wir uns nämlich darauf auch nochmal die anderen Partys genauer angucken. Die Bowser-Party, Amiibo-Party und die Bonusspiele auch. Es kommt noch einiges davon zu, also. Ich finde es nur schon mal richtig cool, dass man schon so schnell die Charaktere freischalten konnte. Haben wir von einer Party schon so viele 1000 Punkte bekommen? Es muss so sein, oder? Finde ich ja komisch, aber auch cool. Okay. Beim nächsten Mal geht's dann also weiter. Dann werden wir uns mal die einzelnen übrigen Spielbretter von der Mario Party noch genauer angucken. Und ja, bis dahin, macht es gut.